Das gibt's doch gar nicht. Warum passt das nicht? Ich hab doch mit dem Winkel alle meine Maschinen eingestellt. Oh Mann, mein Winkel passt überhaupt nicht. Ab in den Müll damit. Das kann doch gar nicht wahr sein. Jetzt hab ich mir hier so einen tollen, präzisen Winkel gekauft und meine Maschinen damit eingestellt. Zack, hat der Winkel keine 90 Grad. Mist. Das ist natürlich doppelt und dreifach doof, denn wenn unser Winkel nicht 90 Grad hat, wir aber glauben, dass er 90 Grad hat, dann kann nichts passen. Denn sobald wir mehr als eine Ecke sägen, verdoppeln sich die Fehler ja ständig. Und bei vier Ecken ist das dann schon viermal ein Fehler. Da passt am Ende nichts mehr zusammen. Ganz klar, ab in den Müll mit dem Schrottding. Quatsch, das Ding muss nicht in Müll, zum Glück. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das zu reparieren. Alles, was man dafür braucht, ist nicht diese Schublade hier, sondern ein Körner. Hä? Bevor wir unseren Winkel, diesen hier, natürlich reparieren können, müssen wir erstmal feststellen, dass er überhaupt nicht im richtigen Winkel ist. Das Wichtige ist, egal was für ein Messwerkzeug wir haben, auch wenn es so ein teures wie das hier ist, sobald wir es kaufen, müssen wir erstmal überprüfen, ob es winklig ist. Das geht, indem wir so wie ich ein Messwerkzeug nehmen, was wir schon geprüft haben. Oder wir machen den Umschlagtest. Den können wir jetzt auch nochmal machen. Das heißt, wir legen unseren Winkel hier an, ziehen eine Linie, drehen den Winkel um und überprüfen die eben gezogene Linie. Das machen wir jetzt auch nochmal, auch wenn wir ja wissen, dass der schon schief ist. Hier unten passt's. Hier oben überhaupt nicht. Wir haben jetzt nochmal festgestellt, aha, unser Winkel ist schief. Das wussten wir ja auch schon. Bevor wir ihn jetzt aber reparieren können, müssen wir einmal verstehen, in welche Richtung ist er schief. Ist der Winkel kleiner als 90 Grad oder größer als 90 Grad? In unserem Fall ist es so, dass dieser Schenkel zu weit nach innen klappt. Wir haben also einen Winkel, der kleiner als 90 Grad ist. Und das bedeutet, wir können eigentlich starten. Wer solche Fehler entdecken will, der muss genau hingucken. Und ich brauche dafür in der Regel eine Brille. Aber eine Brille ist viel mehr als nur ein Werkzeug, um gut zu gucken. Es ist ein Stilelement. Und deswegen sage ich voller Freude, Werbung. Werbung für Mr. Spex. Mr. Spex ist eine Online-Plattform, auf der ihr im Prinzip unendlich viele verschiedene Brillen aussuchen könnt. Und da dürfte für jeden Style was dabei sein. Oder auch für jeden Style, den ihr vielleicht erst noch entdecken wollt. Aber wie geht das? Um herauszufinden, welcher Style zu euch passt, könnt ihr ganz einfach virtuell eure Brillen anprobieren. Ihr macht also ein Foto und lasst euch die Brillen im Prinzip ins Gesicht photoshoppen. Oder ihr macht so wie ich und ihr bestellt bis zu vier Brillen ganz einfach nach Hause. Dann probiert ihr sie an und schaut, welche euch am besten gefällt. Dann schickt ihr alle vier Brillen zurück und bekommt die eine oder die zwei, die ihr euch ausgesucht habt, in eurer Stärke zurück. Und dann seid ihr natürlich schlau und bestellt mit meinem Gutscheincode, damit ihr 15% weniger für eure Brille bezahlt. Und Mr. Spex hat nicht nur normale Brillen, sondern auch Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Also schaut gerne mal unten in die Infobox, da gibt's noch mehr. Wir wollen unseren Winkel jetzt wieder in Form bekommen. Und dafür brauchen wir diesen Körner. Wenn unser Winkel, so wie bei mir, einen zu engen Winkel hat, also übertrieben gesagt so, dann wollen wir gleich hier in der inneren Ecke körnen. Ihr könnt natürlich auch mit einem Hammer versuchen, hier drauf zu hauen. Das hier ist aber etwas präziser. Ist euer Winkel zu groß, also in diese Richtung, dann würdet ihr hier an der äußeren Ecke körnen, um ihn sozusagen wieder zusammenzuziehen. Glaubt ihr nicht? Doch, machen wir jetzt. Wir sind schon näher dran als vorher, aber ein bisschen müssen wir noch. Das passt jetzt wieder. Umschlagtest machen wir natürlich auch noch mal kurz. Na, überrascht? Ich muss sagen, Metall ist wirklich ein absolut merkwürdiges Material. Aber es gibt Sachen, die sind einfach irgendwie total cool. Mit so einem Körner kann man das bis zu einer bestimmten Größe ganz gut machen. Das hier ist, glaube ich, schon echt das Maximum. Also ich musste schon sehr oft in das Loch reinkörnen. Was man auch machen kann, ist, man kann so einen schönen Schmiedehammer mit einer runden Seite nehmen
und smash dann mit der runden Seite, pow, oh, nicht aufs Multiplex, sondern eben auf die Ecke, die man zusammendrücken oder auseinanderziehen möchte. Wie gesagt, ihr haut innen auf die Ecke, wenn euer Winkel etwas auseinandergehen soll, und ihr haut außen auf die Ecke, wenn er etwas zusammengehen soll. Wichtig ist, nicht beim ersten Mal, jawohl, gleich so, sondern lieber langsam rantasten. Wir wollen ja nicht vom einen Extrem direkt ins andere. Es geht nicht so schnell, trotzdem ist, wie gesagt, Vorsicht gefragt. Deswegen arbeite ich gerne mit dem Ding, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Das Beste ist, wir haben jetzt einen Winkel, der wieder passt. Hättet ihr gedacht, dass das geht? Wahrscheinlich nicht. Ich sag's einfach nochmal zum Verständnis. Bei so einem Dreieck geht das nicht. Da können wir nicht einfach drauf dreschen und die Kanten passen sich an. Weil das ja ein gefräster Block ist, der sich gegeneinander versteift. Ob das bei so einem Winkel gehen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es geht auf jeden Fall bei solchen und auch bei den anderen, die so aussehen, ne? Sowas hier zum Beispiel, das ist viel dünner. Da geht das mit dem Körner viel einfacher. Aber wie gesagt, das Beste ist, dass es funktioniert. Also, smasht gerne ein Abo rein und schreibt mit dem Hashtag gibt's ja nicht. Hättet ihr es geglaubt? Naja, so habe ich euch auf jeden Fall ein paar Euro gerettet, denn ihr könnt eure Winkel retten. Also, lasst das alles genauso liegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens einen lilanen Pullover und eine lilane Hose an. Nice.